Abbruch von der Verhandlung über das EU-Rahmenabkommen ohne Plan B, dafür mit weiter durchwurschteln. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Passender könnte der Zeitpunkt für eine wissenschaftliche Intervention gegen oberflächliche Debattenkultur und ein falsches historisches Selbstverständnis nicht sein. Die Souveränität der Schweiz in Europa, geschrieben haben es meine Gäste. Ganz herzlich willkommen. Thomas Gauthier, Jurist und emeritierter Professor für internationales und europäisches Wirtschaftsrecht. Er ist Direktor vom World Trade Institute an der Uni Bern und hat für die Schweiz unter anderem die offiziellen WTO-Verhandlungen geführt. Er präsidiert die Vereinigung La Suisse en Europe, wo sich für ein Rahmenabkommen einsetzt. Und bei uns ist auch der André Hohlenstein, Historiker und Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte an der Universität Bern. Grüezi miteinander. Grüezi. Das Rahmenabkommen ist Makulatur, Thomas Gauthier. Ein wirklicher Plan B gibt es nicht, also weiter wie bisher. Jetzt wird sich manch einer sagen, ist gar nicht so schlecht, hat ja bis jetzt super funktioniert. Ja, das ist eine weit verbreitete Meinung in der Schweiz, aber sie entspricht nicht den Tatsachen. Also, wir haben die 120 bilateralen Verträge, aber die werden jetzt nicht mehr aufdatiert, die werden nicht erneuert, die erodieren. Teilbranchen wie die Medizinaltechnologie sind stark von dem betroffen. Wir müssen mit Blackouts rechnen im Strom, weil die ganze Stabilität des Stromnetzes ohne Vertrag nicht sichergestellt werden kann. Die Forschungszusammenarbeit wird nicht kommen. Unsere Hochschulen, auch die Fachhochschulen, können sich nicht an diesen Programmen beteiligen. Und Kultur, Filmwirtschaft und andere finden keine Partner mehr. Also, wenn man es wirklich bei Licht anschaut, ist es eine Verschlechterung von der Situation, die mit dem eintritt. Und der Bundesrat hat am 26. Mai nicht nur einfach Verhandlungen vom Rahmenabkommen abgebrochen, sondern eigentlich einen fundamentalen Kurswechsel vorgenommen, nämlich der Abschied von den bilateralen Verträgen. Weil die EU hat immer gesagt, ohne Rahmenabkommen werden wir den Weg nicht mehr weiterführen. Punkt. Oder? Und jetzt sind wir dort. Und Frau Stemann hat gesagt, das Rahmenabkommen ist tot. Ich glaube, man muss unterscheiden, der Bundesrat hat jetzt die Verhandlungen abgebrochen, aber es ist auch wichtig zu wissen, der Bundesrat hat eigentlich nach meiner Auffassung gegen die Verfassung verstoßen, weil ein solcher Entscheid von solcher Tragweite muss mit dem Parlament zusammengefällt werden und er hat eigentlich gegen Willen von der parlamentarischen Kommissionen gefällt und gegen Willen von der Kantonen. Und darum sind jetzt Arbeit im Parlament in Gang, die Sache wieder in Gang zu bringen, auf dem Weg von der Gesetzgebung. Und wir werden sehen, wie das im Herbst nachher rauskommt. Und es gibt auch Bemühungen, die Sache mit der Volksinitiative wieder auf die Beine zu bringen. Also das Rahmenabkommen ist nicht tot. Und ich weiss auch von der EU, dass sie durchaus wieder bereit ist, auf dieser Basis weiter zu verhandeln, wenn wir unsere Hausaufgaben daheim können machen und wissen, was wir eigentlich wollen. Gut, also auf das jetzt haben Sie ganz ein ganz grosses Feld aufgetaucht. Das kommen wir noch, auch gerade auf Ihren Vorwurf gegenüber dem Bundesrat. Ja. Herr Hohlenstein, wir haben uns ganz gut durchgewurschtelt. Und all das, was der Herr Gauthier jetzt anspricht, das mit dem droht es uns schon lange. Passiert ist noch nichts. Also gerade in Ihrem Bereich mit Horizon und mit dem Studienplatz. Das droht uns schon lange, ist gar nichts passiert. Also historisch gesehen haben wir bis jetzt uns ziemlich gut durchgewurschtelt. Oder täuscht das? Nein, durchwursteln ist sicher eine treffende Bezeichnung für die Art und Weise, wie die Schweiz Aussenpolitik und Aussenhandelspolitik eigentlich schon seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten macht. Erfolgreich, wenn ich Sie da unterbrechen darf? Teils. Erfolgreich in dem Sinn, dass man gewisse Situationen manchmal sehr lange aussitzen kann. Aber über kurz oder lang hat sich in der Regel doch erwiesen, dass man dann einknickt und dann doch zur Teilnahme und zur Mitwirkung fast gezwungen wird, auf häufige, sehr unsouveräne Art und Weise. Also es gibt ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man jetzt an UNO-Beitritt denkt zum Beispiel oder an Annäherung zu Europa, hat man sehr lange das Gefühl gehabt, man könne so einen undefinierten Schwebezustand aushalten. Und am Schluss ist man dann doch jetzt, Beispiel UNO, nachher aufgrund von auch nach einem ersten Scheitern, hat man dann doch mitgemacht. Und man könnte sehr viele andere Beispiele auch aufzählen,
die zeigen, wie die Schweiz sich häufig in solchen Fragen einredet. Sie können eigentlich souverän entscheiden darüber, wo sie mitmacht und wo sie nicht mitmacht und nachher auch so einen Schwebezustand probieren auszuhalten. Und in der Regel ist es dann nachher doch ist es ein massiver äusserer Druck, der häufig fast über die Nacht, über die Schweiz einbricht. Beispiel Bankengeheimnis. Da wird sich die EU die Zähne dran ausbeißen, hat der Altbundesrat Merz gesagt. Richtig, oder? Richtig. Oder denkt an die Affäre mit den nachrichtenlosen Vermögen, wo die Schweiz auf dem falschen Fuß verwutscht worden ist und wo sie auf einmal gezwungen worden ist, ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg wissenschaftlich aufzuschaffen. Auch dort hat man eigentlich auf eine Situation müssen reagieren, wo einem auf dem falschen Fuß verwutscht hat und dem dann auch gezwungen hat, in relativ kurzer Zeit Entscheidungen und Massnahmen zu treffen. Also das heisst, die vermeintliche Souveränität, die jetzt immer wieder gebracht wird als Gegenargument, um eben nicht näher auf so ein Rahmenabkommen einzusetzen, also so souverän sind wir eigentlich gar nicht, wie wir meinen, dass wir sind. Ich finde den Begriff sowieso relativ schwierig, insbesondere für die Schweizer Geschichte und für die Schweizer Politik, weil wir haben ja, das wird der Herr Gauthier dann nachher noch können, aus juristischer Sicht, aus staatsrechtlicher Sicht noch können ausführen. Wir haben ja eine komplexe Souveränitätslage in diesem Land, nämlich es gibt nicht einen Souverän, sondern es gibt den Bund, der in gewissen Bereichen Souveränitätsrecht hat und Kantone aber auch. Und nachher haben wir noch den Souverän in Form vom Stimmvolk, der mehrmals im Jahr über wichtige Fragen abstimmt. Das heisst, so wie wir in der Schweizer Politik und im Schweizer Staatsrecht Aufgaben haben, die auf Gemeindeebene sinnvollerweise gelöst werden, andere, die den Kantonen überlassen werden, sinnvollerweise, und wiederum andere, die die Kantone seit 1848 im Bund übertragen, gibt es ja länger sie mehr Aufgaben, Stichwort Pandemiebewältigung, Migration, Klimawandel und viele andere mehr, die sinnvollerweise nur auf einer übernationalen, supranationalen Ebene gelöst werden können. Insofern würde ich dafür plädieren, dass wir unsere Souveränitätserfahrung mit der Souveränität auf mehreren Ebenen von Staatlichkeit kreativ weiterdenken. Und kreativ weiterdenken heisst, diesen Gedanken einzubringen in die Gestaltung unserer Beziehungen zu Europa. Darf ich noch schnell etwas ergänzen? Also ich will das Problem noch ein bisschen eingrenzen, weil wir haben wirklich eigentlich ein Problem, vor allem in unserem Verhältnis zu Europa. Also auf der weltweiten Ebene ist die Schweiz überall wirklich dabei, oder? Und es ist auch nicht so, dass wir uns noch mal durchwursteln. Also in der russischen Wirtschaftspolitik, die Schweiz ist seit langem ein Mitglied von der WTO. Wir haben etwa 30 Freihandelsabkommen. Das läuft eigentlich in geordneten Bahnen ab. Aber wir haben ein besonderes Problem mit Europa, weil im Unterschied zur Schweiz haben sich die europäischen Staaten, die Mitglied sind von der EU, haben sich entwickelt. Und die funktionieren heute schon fast ein bisschen wie Kantone in einem Bund, oder? Und sie sich gewöhnt, miteinander zusammenzuarbeiten, Einfluss zu nehmen, zu kooperieren. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, dass man heute nicht mehr in der Lage ist, wirklich mit der EU zu reden, weil man hat ganz ein ganz anderes Grundverständnis. Und die Schweiz ist natürlich von der EU aus gesehen ist ein Teilbereich, oder? Wir sind weitgehend integriert, aber wir haben ein ganz anderes Verständnis. Und das erklärt, warum die erklärte Sprachlosigkeit, die da herrscht zwischen uns und der EU. Aber da muss man fairerweise sagen, wenn Sie die anderen Länder ansprechen, im Verständnis ähnlich wie die Kantone und der Bund, die sind natürlich alle Mitglied in der EU. Oder? Und wir sind eben keine von diesen Kantonen. Wir sind formell nicht Mitglied, aber wir sind natürlich extrem stark eingebunden in die EU. Oder also unsere Gesetzgebung ist heute weitgehend geprägt vom EU-Recht. Oder? Also Politiker sagen das nicht gern, aber das ist eine Tatsache. Oder? Und unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Fernab von Souveränität in diesem Bereich. Ja, und wir sind wirtschaftlich so stark vernetzt, auch eure Gegend hier mit der EU. Wir sind eine kleine Marke in der Schweiz und die Unternehmen in der Schweiz brauchen einen grossen europäischen Heimmarkt. Und die Schweiz ist ja das Land, das am meisten von dem profitiert. Eine Studie, die Bertelsmann-Studie, hat auch gezeigt, dass gerade die Region Zürich ist die Region, die absolut in Europa am meisten vom Binnenmarkt profitiert. Oder? Aber Stichwort Europa-Kompatibilität. 1988 hat man angefangen und hat aber das selektiv wahrgenommen. Also ist das dann eben nicht so, dass man das übernimmt, was uns etwas nützt,
bös gesagt, und das, was wir nicht wollen, das übernehmen ja, wir nicht. Aber wisst ihr, die grossen Züge, zum Beispiel im Steuerrecht oder mit der Mehrwertsteuer oder das Unternehmensrecht, das wird weitgehend vordenkt in der EU nachher und nachher wird das in der Schweiz übernommen mit gewissen Modifikationen, aber im Großen und Ganzen übernehmen wir die Rechtsentwicklungen, die dort prägt ist, ohne dass die Schweiz am Tisch ist gesessen. Aber oder? Das ist nicht jedes Mal ein bewusster Entscheid, so zum Beispiel wie über eine Abstimmung, sagen Sie, sondern da ist schon auch jetzt eigentlich ein Automatismus ja, dahinter. Ja, also jede Gesetzesvorlage wird darauf hin untersucht, ob es nötig ist, vom EU-Recht abzuweichen. Wenn man das will, dann muss man das auch begründen in der Botschaft, oder? Also das ist sehr weit fortgeschritten. Also der Automatismus, der jetzt auch wieder ein grosses Thema war bei dem EU-Rahmenabkommen, der gibt es ein Stück weit schon, sagen Sie. Ja, man muss unterscheiden zwischen Verpflichtungen, die man in Verträge eingeht, dass man eine EU-Richtlinie oder Verordnung übernehmen muss. Und dort war der Streitpunkt, ob das eigentlich dynamisch passieren soll oder ob man das jedes Mal ausjassen muss. Es ist so, dass man sagt, es ist dynamisch, aber nicht automatisch. Also die Volksrechte und so sind gewahrt geblieben. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist außerhalb der Verträge, wo wir uns autonom selber ans EU-Recht anpassen. Und das ist der grosse Teil oder, von unserer Gesetzgebung, die daran prägt ist heute. Oder? Wenn ich da ja. kurz darf ergänzen darf, ist ja interessant, jetzt der Bundesrat, wir werden vielleicht noch auf das zu reden kommen, was schlägt er vor für die Zeit quasi nach dem vorläufigen Abbruch der Verhandlungen? Er schlägt unter anderem genau das vor, was der Thomas Gotti jetzt geschildert hat, nämlich eine Sichtung vom Schweizer Recht im Hinblick auf die Bestände, die man jetzt weiter nach dem europäischen Recht anpassen muss. Und insofern haben wir nochmal ein Beispiel dafür, wie die Schweiz eigentlich auf eine merkwürdige Art und Weise jetzt darauf mal verzichtet hat, an der Gestaltung von dem europäischen Recht mitzuwirken, im Rahmen des Rahmenabkommens, was ja möglich wäre gewesen, und gleichzeitig aber jetzt autonom hintenach ihr Recht Europa tauglich macht. Ja. Es ist natürlich, das Paradox ist natürlich genau die Erklärung von dieser Situation, oder, wo man formell will, unabhängig bleiben, autonom. Oder? Wir machen nicht mit, aber de facto ist man quasi gezwungen, sehr viel von dem ausländischen Recht nachher zu übernehmen, für dass hier die wirtschaftliche Prosperität kann sichergestellt werden. Sie haben das vorher angesprochen mit dem schwierigen Begriff von dieser Souveränität. Jetzt, wenn man gerade auch das Beispiel anschaut, anscheinend fällt es uns leichter, wenn wir das Gefühl haben, wir vermeintlich selber entscheiden, jetzt wir sichten und wo wir anpassen. Das fällt uns eigentlich leichter, als statt zu sagen, okay, wir machen mit und gestalten am Anfang mit. Mhm. Von wo kommt der tiefe Wurzel? Ich glaube, dass wir da so etwas Wichtiges aufgeben würden, wenn wir es umkehren würden. Genau. Ich denke, das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass eine bestimmte Tradition von unserer Nationalgeschichte, und das hat jetzt mit Geschichtsschreibung und mit Geschichtsbildern in den Köpfen der Leute zu tun, eine bestimmte Tradition in diesem Land das Bedürfnis hatte, über gewisse Aspekte der Nationalgeschichte hinwegzutäuschen, die halt letztlich doch fundamental waren für die Entstehung der Schweiz. Und zwar über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass die Schweiz nicht zuletzt dank massiver Verflechtung, dank Interdependenz mit dem Umfeld, und das hat sich gewandelt im Verlauf der Jahrhunderte, aber letztlich grundsätzlich dank dieser massiven Verflechtung mit dem Umfeld zu dem geworden ist, was sie ist. Also wenn man sich schon nur die 50-jährige staatspolitische Dauerkrise anschaut, zwischen 1798 und 1848, wo dann nachher letztlich die Schweiz entsteht, wie wir sie heute kennen und wie viele Leute durchaus zu Recht auch stolz auf sie sind, da ist ja letztlich der Bundesstaat nur möglich geworden, weil mehrere Mächte in Europa, zuerst Frankreich, aber nachher die Wiener Kongressmächte, massiv auf die Gestaltung der Schweizer Verhältnisse Einfluss genommen haben. Und dem Land auch eine Rolle innerhalb von Europa zugeschrieben haben. Aber auch geschaut hat, dass keiner stark ist und fest Einfluss hat auf die Schweiz, oder? Natürlich, die Mächte halten sich gegenseitig in Schach, weil das ist noch die Konkurrenz zwischen den Grossmächten, Konkurrenz zwischen Frankreich, dem Reich, Österreich, wo die Schweiz nicht zuletzt Rollen als Pufferstaat bekommt, 1814-15 auf dem Wiener Kongress, weil die europäischen Mächte sagen, es macht eigentlich für uns alle Sinn und es liegt in unserem allem Interesse, dass es das kleine Land gibt.
permanent neutralisiert. Das soll sich ja nicht in die europäischen Angelegenheiten einmischen, aber dass es das Land gibt und dass er sich selber bewaffnen kann, das war eine Neuigkeit vom Wiener Kongress, dass man die Schweiz dazu zwingt, ihre Neutralität auch bewaffnet, glaubwürdig zu verteidigen. Das macht Sinn, oder? Der Pique de Rochemont, Genfer Diplomat, hat das in einer Schrift dann 1821 sehr schön gesagt, «La Suisse dans l'intérêt de l'Europe». Das war ein Schweizer, der quasi die Sache aus der Sicht von Europa gedacht hat und gesagt hat, es gibt eine Schweiz, weil sie eine sinnvolle Rolle in Europa wahrnimmt. Mhm. Und das sind natürlich Tatsachen, die jetzt eingefleischten Nationalpatrioten nicht so in den Kram passen. Weil man will ja stolz sein auf eine Nationalgeschichte, die eigentlich letztlich sagt, was wir sind, haben wir alles selber zustande gebracht. Das ist unsere Leistung. Wir waren tapfer, wir haben die Kriege gewonnen im Mittelalter. Dank unserer Neutralität, seit Jahrhunderten haben wir uns nicht eingemischt und haben unsere Unabhängigkeit können bewahren, etc. etc. Geschichtswissenschaft sieht das anders, kratzt an diesem liebgewordenen Stereotypenbild. Und aus dem heraus, vielleicht fast ein bisschen kompensatorisch, psychologisch deutet, entsteht ein Bedürfnis, eben die Souveränität, die Eigenleistungen so stark in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Herr Gutti, also so die Rolle von David gegen den grossen Goliath, also in dieser Rolle, wo dann auch der Schwächer am Schluss gewinnt, in dieser Rolle gefällt sich die Schweiz ja eigentlich schon? Ja, es ist ein Bild, das projiziert wird, aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Von mir aus gesehen der Zeitpunkt ist wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf die Frage, was Souveränität eigentlich ursprünglich hat bedeutet. Und wenn ihr die Geschichte, wie das in diesem Buch dargelegt, zurückgeht, dann sieht man, dass der Souveränitätsbegriff ist entstanden nach den Religionskriegen im 16. Jahrhundert, wo alles ist zersplittert war, oder? Und der Baudin und der Hobbes haben eigentlich den Souveränitätsbegriff definiert und eingeführt, für Einheit zu schaffen und für Frieden und Ruhe und Wohlstand in diesen Ländern zu ermöglichen. Und das eigentliche Ziel von der Souveränität ist ja eigentlich, dass man Wohlstand schafft, oder, für alle Leute. Nicht nur für wenige, sondern für alle Leute in der Bevölkerung. Und nach dem müssen wir es eigentlich ausrichten. Und das führt heute dazu, wie der André Hollestein gesagt hat, dass man eben die Souveränität muss mehrschichtig denken und fragen, auf welcher Ebene muss man heute eine Aufgabe anlegen und wie tut man dort die Mitbestimmung sicherstellen, so dass eben die Wohlfahrt in einer Gesellschaft am stärksten gefördert wird. Und das hat mit der schweizerischen Diskussion abgehängt. Man tut das reduzieren eigentlich auf Autonomie, Selbstbestimmung. Und das ist natürlich informiert durch das David-Goliath-Denken, wo auch ein Teil von dieser Geschichte, von dem Mantra, von dem Narrativ ist, wie wir unsere Geschichte verstehen und wie das viele Leute haben auch erfahren im Geschichtsunterricht oder wie der an die Rolle der Schweiz im Ersten und Zweiten Weltkrieg denken. Das ist natürlich tief in den Köpfen und das erklärt ja auch, warum unsere Politik dort ist, wo sie heute ist. Aber gerade wenn wir jetzt schauen, wie fest das verankert ist, vielleicht auch falsche Bilder fest verankert sind, wie soll die Schweiz mit dem Verständnis von einer Souveränität, die jetzt eben vielleicht die falsche ist, jemals einen EU-Gerichtshof akzeptieren können? Ja, also da erstens einmal muss man all die Missverständnisse ausräumen, die ins Land gesetzt wurden. Oder man hat ja in dem Rahmenvertrag ist wirklich, da kann man verstehen, wie ein maßgeschneidertes Kleid, das die Schweiz hat bekommen. Und die EU hat sehr viele Konzessionen gemacht und in der Schweiz wird das eigentlich gar nicht wirklich zur Kenntnis genommen, obwohl ja die Schweiz das Land ist, wo Marktzugang in Europa will, nicht umgekehrt. Oder? Wir sind Demandeur in dieser Sache. Und die EU hat uns sehr viele Konzessionen gemacht, die man hier gar nicht zur Kenntnis nimmt. Und das ist insbesondere das Zugeständnis, dass man einen Streitbeilegungsmechanismus hat, der ein Schiedsgericht ist, wo zusammengesetzt ist aus einem Schweizer, aus einem EU-Vertreter, aus einem Drittstaatsangehörigen, einem Kanadier oder einem Amerikaner oder zum Beispiel. Und nachher muss das Schiedsgericht gewisse Fragen, die die Auslegung des EU-Rechts betreffen, aber nur dort, nicht die Verträge selber, sondern nur das EU-Recht. Gibt es etwas von EU-Recht? Das hat man ja immer gesagt, gehört jetzt in dieser Debatte. Ja, das ist Makulatur, das betrifft ja alles EU-Recht. Nein, es ist nicht alles. Eben, zum Beispiel, oder zum Beispiel, ja, ob jetzt
im Rahmen von der Freizügigkeit, ob jetzt der Anspruch auf Sozialhilfe ausgedehnt wird, auf Familien, die ausgesteuert sind und hier bleiben. Dürfen die hier bleiben oder nicht? Das würde dann der Gerichtshof entscheiden, aufgrund von der, müsste eine Auslegung treffen von dieser Richtlinie. Aber der springende Punkt ist, in diesem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof sind alle Mitgliedstaaten von der EU beteiligt, auch alle EFTA-Staaten, die im EWR sind, weil die Auslegung gilt für sie nachher auch. Darum ist das ein multilaterales Verfahren vor dem Gerichtshof und nicht ein Verfahren, das jetzt gegen die Schweiz gerichtet wäre. Und von dort her ist das überhaupt kein Problem, weil die Schweiz ist dort genau gleichgestellt, wie wenn sie Mitgliedstaat wäre von der EU. Sie kann mitreden in diesem Verfahren, wie man am besten die Richtlinien auslegt. Und dann kommt dazu, und das ist ein Privileg, das die Mitgliedstaaten nicht haben, wenn der Schweiz das Ergebnis nicht passt, dann kann sie sagen, wir bleiben gleich bei unserer Regelung, wir wollen das nicht und wir sind bereit, Ausgleichsmaßnahmen in Kauf zu nehmen. Und anders als heute mit den Nadelstichen würde wiederum ein Schiedsgericht entscheiden, ob die Gegenmaßnahmen, die die EU trifft, zum Beispiel, dass man den Auslandsschweizer halt in Sozialrecht auch nicht gibt, würde beurteilen, ob das verhältnismäßig ist. Also, wir hätten es verrechtlicht und die Schweiz wäre wirklich auf Augenhöhe, hätte sie können eine Streitbeilegung machen mit der EU. Währenddem heute ist das einfach eine machtpolitische Frage, ob wir jetzt zum Beispiel Börsenäquivalenz überkommen oder ob wir morgen im Bereich von der Digitalwirtschaft die Anerkennung vom Datenschutz überkommen. Oder, und das sieht mir Schweiz einfach nicht ein, dass das unsere Situation massiv hätte verbessert. Oder? Also wir haben ein Aufklärungsproblem in dieser Sache. Eins von den Schwierigkeiten war, dass der Bundesrat hat den Vertrag gar nie erklärt, den Leuten, oder? Das hat man so rausgeworfen und dann ist es zerrissen worden und hat es zerfledern. Also in diese Diskussion erholen, Steiser, fällt natürlich auch das Bild von diesen fremden Richter. Mhm. Oder? Also das ist auch etwas, wo mit dem ist gespielt wurde. Man hat gesagt, das ist gar nicht aufgeklärt worden mit diesen fremden Richtern, die dann auf einmal über die Schweiz sollen entscheiden sollen. Mhm. Ich denke, das kann der Thomas Gotti vielleicht nachher noch genauer erklären aus juristischer Sicht, inwiefern dass das überhaupt fremde Richter sind. Ich würde das in Frage stellen, weil die Schweiz macht mit dem Teilzugang zum Binnenmarkt an einem EU-Gemeinschaftsprojekt teil, das selbstverständlich nach europäischem Recht funktioniert. Und welches Gericht soll über das entscheiden, wenn nicht ein europäischer Gerichtshof? Insofern unterliegen wir europäischem Recht und sind das nicht fremde Richter für uns. Also da spielt natürlich auch wieder so eine Idee mit, wo in der Nationalgeschichte die fremden Vögte gehören auch da drin. Ja. So also das Bild präsentiert, wo eben das Ausland und das Fremde als grosse Bedrohung für die eigene Freiheit und Unabhängigkeit darstellt. Ich glaube, das kann man mit relativ wenig Worten und auch historischen Erklärungen, Thomas Gotti wird das sicher noch machen, aus dem Weg räumen. Aber was der Thomas Gotti vorhin völlig zu Recht gesagt hat und in meinen Augen die Politik viel zu wenig gemacht hat, ist, den Menschen in diesem Land zu erklären, man hat ja immer wieder gesagt, die EU ist uns zu wenig entgegengekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Es hat niemand eine so eine privilegierte Behandlung in Europa wie die Schweiz. Seit dem Nein zum EWR, Anfang 90er Jahre, haben wir einen Weg können aushandeln mit der EU, wo kein anderes Land in Europa genießt. Insofern ist die EU der Schweiz schon massiv entgegengekommen. Also mit und dem, was man hat, mit dem Rahmenabkommen, so wie es auf dem Tisch gelegen ist. Mit den bilateralen Verträgen. Und wenn als Historiker auf das zurückkommen, was dir vorhin der Herr Gotti gefragt hat, mit unserem Souveränitätsverständnis, wie wollen wir da mit der EU weitermachen? Der Historiker, der Schweizer Geschichtler, würde sehr gerne in Erinnerung rufen, dass mit diesem Souveränitätsverständnis die Schweiz, wie sie heute besteht, gar nie entstanden wäre. Mhm. Weil die Kantone, jedenfalls die kritisch sind gegenüber der Idee des Bundesstaats in den 1820er, 1830er, 1840er Jahren, genau mit dem Argument gegen eine Bundesstaatsgründung gekämpft haben. Und wir wissen ja, wie es dazu gekommen ist, dass am Schluss mit einem Bürgerkrieg gewissermaßen der Bundesstaat musste erkämpft werden, weil Teil Kantone gesagt haben, wir verzichten nicht auf unsere Souveränität. Die Kleinen vor allem, oder? Die katholischen Länderorte in erster Linie, aber auch Freiburg, auch Solothurn, es sind eine ganze Reihe von Sonderbundskantonen. Das heisst, das, was die
Souveränitätskreise heute durch dick und dünn verteidigen, ist eben Ergebnis von einer interessanten, kreativen Auseinandersetzung über die Souveränität. Aber das ist das, was der Herr Gauthier gerade schon vorher gesagt hat. Aber die sind immerhin schon Mitglied in der Eidgenossenschaft. Wir sind nie Mitglied in der EU, oder? Das ist eben eine falsche Idee. Weil sie haben noch müssen Mitglied werden von einem schweizerischen Bundesstaat. Da, dahinter sind ganz divergierende Schweiz-Konzeptionen gestanden. Für die einen hätte man beim ASEAN-Regime können bleiben, Staatenbund mit ganz schwach ausgestalteten Bundesgewalt und Kantone hätten mehr oder weniger alles zu sagen gehabt. Und die anderen haben einen radikalen Einheitsstaat wollen. Das heisst, Debatten über, wie die Schweiz sich gestalten soll, wie sie sich konstruieren soll, die ist enorm kontrovers gewesen. Man ist nicht schon Mitglied von einer Schweiz. Das ist eine irre, eine falsche Vorstellung. Man musste Mitglied werden von dieser Schweiz. Und um diese Frage ist die Auseinandersetzung geführt worden. Also ich finde das hochinteressant, weil es ist ja auch heute so, dass der Widerstand gegen eine stärkere Integration von der Schweiz vor allem aus der Innerschweiz kommt. Oder? Also es ist die gleichen Wurzeln, die dann zumal die Gründung des Bundesstaats eigentlich verhindern wollten. Und es sind auch vergleichbare Argumente, oder, wenn man das jetzt auf die europäische Ebene überträgt. Also können wir vielleicht gerade auf das, ich will noch bei einem fremden Richter bleiben, Herr Gauthier. Das ist das Argument, das eigentlich jetzt seit Jahren immer wieder angeführt worden ist und auch erfolgreich war. Das ist das, was den Leuten am meisten Angst gemacht hat. Ich meine, die Schweiz könnte ja als Mitglied der EU jederzeit auch einen Richter stellen im Europäischen Gerichtshof. Oder sie hat einen Sitz. Aber wir wollen das nicht. Und dann zu sagen, weil wir jetzt keinen Sitz haben im Europäischen Gerichtshof, dass das fremde Richter sind, das leuchtet nicht ein, weil aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Erstens einmal ist die Schweiz ist voll Verfahrenspartei, sie kann mit ihren Anwälten auftreten und vor allem sind das die Urteile fällen, die für alle 27 Mitgliedstaaten plus die EWR-Staaten müssen stimmen. Und die geben dort alle ihre Meinung und ihren Senf dazu und das wird dort einfließen. Also das ist ein multilateraler Prozess und in der Schweiz wird das so dargestellt, wie wenn nachher fremde Richter gegen uns werden richten und uns werden verpeisacken. Ganz abgesehen davon wird das Bild vom Europäischen Gerichtshof in unserem Land völlig falsch dargestellt. Das ist wirklich ein unabhängiges Gericht, das international ein sehr hohes Renommee hat. Und man kann nachweisen, dass der Gerichtshof durchaus auch manchmal im Interesse von Drittstaaten, zum Beispiel in der Außenhandelspolitik, im Außenhandelsrecht, so Interessen von Drittstaaten entscheidet. Also die sind unabhängig, oder? Und da ist einfach eine Kesseltreiberei gemacht worden, weil man einfach, weil man das Abkommen nicht will und weil gewisse Oligarchen in der Schweiz einfach fast eine göttliche Mission haben, das zu verhindern, oder? Können wir noch schnell beim Binnenmarkt bleiben? Der Herr Ohlenstein hat das angetönt. Wir wollen ja dort mitmachen. Es ist ja nicht so, dass Sie bei uns mitmachen wollen, sondern wir wollen bei Ihnen mitmachen. Also warum fällt es uns so schwer, dass wenn man sagt, okay, ihr wollt da dabei sein, das ist unser Regelwerk. Alle, die wollen dabei sein, das sind die Regeln, die gelten. Ja. Im Sport und überall kennt man das auch. Und wenn man sich nicht an die Regeln halten will, dann ist man halt nicht dabei. Also, wieso fällt es uns da so schwer? Es ist ja so, dass die Schweizer Wirtschaft ist sehr stark darauf angewiesen, dass sie im europäischen Heimmarkt arbeiten. Und es ist ja völlig normal, dass man sich dort, wenn man das machen will, sich dem Recht dort anpassen. Die Streitfrage ist, wie weit das Recht, das dort gilt, auch hier soll gelten, für das man das vereinfacht. Und vor allem, dass auch die europäische Wirtschaft, die starke Interesse in der Schweiz hat, eben hier vereinfacht kann arbeiten. Also es ist ja eine Art eine Frage, wie weit soll der Integrationsprozess über einen klassischen Marktzugang, den man bei Freihandelsabkommen hat, rausgehen, oder? Und ich denke, es ist in der Schweiz ein bisschen halt das Problem vom Fünfer und vom Weckli, oder? Das ist etwas, wo alle Leute gerne das Fünfer und das Weckli haben, aber man kann das nicht haben. Entweder hat man die Vorteile oder dann muss man gewisse Konzessionen machen in der Autonomie, die man aber kompensieren kann, indem man stärker mitreden kann. Oder dann lässt man es sein. Aber es ist einfach nicht möglich, beides zu haben. Darum sagt EU heute, der EU-Botschafter hat heute gesagt, er findet einfach, die Situation, die jetzt ist unfair für sie. Oder?
Aus Sicht von der EU? Ja, ist unfair, oder? Wir können das so nicht akzeptieren, ist unfair. Oder? Vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu. Ich glaube, ein grosses Problem, um auf eure Frage zu antworten, liegt auch darin, in welchen Begriffen und in welcher Sprache haben wir in den letzten Jahren über die sogenannten bilateralen geredet. Ich habe den Eindruck, dass man weitgehend über die bilateralen Verträge geredet hat, als wäre es Freihandelsverträge. Als wäre es Verträge zwischen zwei eigenständigen Partnern. Und wegen dem eben nachher auch die Kritik, die EU ist uns zu wenig entgegengekommen. Und wenn wir halt dort nicht mitmachen, dann kompensieren wir das mit Freihandelsverträgen mit China und mit anderen Staaten in Übersee. Und das macht dann nachher die Verlust immer noch wett. Ich glaube, es ist zu wenig vermittelt worden, dass das eine völlig falsche Sicht auf die tatsächlichen Verhältnisse ist. Ja. Die tatsächlichen Verhältnisse, ich habe es vorhin schon erwähnt, lauten, die Schweiz will Teilzugang zum europäischen Binnenmarkt haben. Und der Binnenmarkt, der hat es vorhin gesagt, der funktioniert nach gewissen Regeln. Und die haben nicht mehr entworfen, sondern das ist ein EU-Projekt. Und normalerweise, wenn man in einem Spiel mitspielen will, muss man sich an die Regeln halten, die das Spiel erfunden haben, definiert haben. So einfach. Wenn die Regeln geändert werden, gelten die wieder für alle, die mitspielen, oder? Ja, und ich glaube, man muss halt auch, es kommt auch ein Zeitpunkt, wo man hinter dem Begriff von bilateralen Verhandlungen, die so Augenhöhe. Ja, auf Augenhöhe zwischen gleich starken Mächten, muss man natürlich schon sehen. Oder? Wir verhandeln hier mit 27 Länder und darunter die grossen Länder in Europa. Oder? Und wir sind wirtschaftlich zu 50% abhängig von ihnen und sie sind zu 7% abhängig von uns. Oder? Also Machtverhältnisse sind einfach ganz anders. Und wenn man das auch in eine geschichtliche Perspektive stellt, oder? Wo früher die kleine Schweiz eben mit den europäischen Mächten, die sich früher noch haben, konkurrenziert haben, muss bewegen, dass es nicht erstaunlich ist, dass häufig sich häufig die Mächte durchgesetzt haben. Und heute ist es eben so, dass die Mächte im europäischen Theater nicht mehr gegeneinander rivalisieren. Oder? Und darum finde ich auch die Politik, die der Bundesrat jetzt vorschlägt, dass er mit den Oststaaten, mit den Visegrad-Staaten, die Goodwill schaffen, oder die Kohäsionsmilliarden und quasi die aufreisen gegen die Kommission, finde ich ganz eine gefährliche Politik. Oder? Weil das bringt dann nachher die anderen Mitgliedstaaten auf die Palme. Und ich will das noch anfügen. Ich meine, der Flugzeugentscheid mit dem F-35 hat natürlich jetzt die Situation dort noch massiv erschwert. Oder? Also ich finde, das alte Spiel von der Schweiz, dass man probiert, die Mächte auseinander zu dividieren, das ist nach Brexit, ist das kein Erfolgsmodell mehr, weil die Europäer müssen heute zusammenstehen, für das sie gegen die Chinesen bestehen können, dass sie gegenüber den Amerikanern bestehen können, wo wir nicht wissen, ob der Biden in 4 Jahren wieder gewählt wird. Oder? Das muss man alles im Kopf behalten. Und die werden sich nicht auseinander dividieren. Und darum finde ich die alte Politik, die jetzt der Bundesrat einschlägt, finde ich sehr gefährlich. Oder? Der Thomas Gotti hat jetzt etwas erwähnt, das in meinen Augen in der ganzen europapolitischen Debatte in der Schweiz viel zu kurz gekommen ist, nämlich die Tatsache, dass wir die EU nicht als Feind, nicht als Gegner sollte auffassen, sondern im Gegenteil als eine Wertegemeinschaft mit allen Krisen, die sie intern haben, die aber letztlich die gleichen Werte vertritt wie die Schweiz, Demokratie, liberale Freiheit und vieles andere mehr. Und dass die Schweiz letztlich auch gar nicht darum umkommt, ein konstruktives Verhältnis zu ihrem geopolitischen Umfeld zu entwickeln. Das hat auch mit Machtpolitik zu tun. Das haben die alten Eidgenossen besser gewusst. Die haben mit dem König von Frankreich jahrhundertelange Verträge gehabt, die sicherheitspolitisch, die handelspolitisch sehr interessant und lukrativ waren. Mhm. Aber, wie es der Thomas Gotti gesagt hat, im Unterschied zum Ancien Regime und zum 19. und ersten Hälfte 20. Jahrhundert, die Mächte haben sich dann gegenseitig in Schach gehalten, haben miteinander rivalisiert und die Schweiz hat da einen interessanten Weg können finden zwischen den konfligierenden Interessen von Frankreich und dem Reich. Die Situation ist heute ganz eine andere. Seit dem Anfang des europäischen Integrationsprozesses haben wir es mit einem Gebilde zu tun, das in wesentlichen Fragen relativ einig auftritt und gemeinsame Interessen verfolgt. Und
gewisse Kreise hier im Land bedauern das, glaube ich, und würden noch sehr gerne ein Europa haben, das innerlich zerstritten ist, wo man mal mit den Deutschen, mal mit den Franzosen, mal mit den Italienern könnte auf bilateraler Ebene Sonderregelungen für sich ausjassen. Aber ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass die Situation vorbei ist und vielleicht auch ganz im Nutzen und Interesse von der Schweiz vorbei ist. Weil das Europa, das da quasi nochmal herbeigewünscht wird, ist auch das Europa von dem Weltkrieg, von den nationalistischen und nationalen grossen Auseinandersetzungen. Und auch das ist für die Schweiz keine gute Zeit gewesen. Also Gott sei Dank ist das vorbei. Oder? Und heute haben wir ich meine, es gibt immer noch grosse Unterschiede innerhalb von der EU im Solidaritätsdenken. Also die osteuropäischen Länder, die sind viel näher noch an unserem Denken, in Polen, in Ungarn und auch in Tschechien. Aber das ist natürlich dort auch ein längerer politischer Prozess. Oder? Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Länder haben ja sehr starke liberale Oppositionen, oder? Und die haben einen ähnlichen Landstadtgraben, wie wir noch auch kennen. Oder? Aber längerfristig, auch in der Auseinandersetzung mit Russland, wird das Europa zusammenwachsen. Da bin ich überzeugt. Wir sind schon fast am Schluss von unserer Sendung. Ich will noch ganz kurz eine Antwort haben von Ihnen, Herr Hohlenstein. Der Herr Gotti hat am Anfang gesagt, der Bundesrat, das ist nicht verfassungskonform, wenn er die Verhandlungen so, wie er sie abgebrochen hat. Ich will ganz kurz noch die Rolle des Parlaments. Also, das Parlament hat jetzt einfach sich zurückgelehnt seit Jahren und gesagt, ja, da können wir halt nichts machen. Das Dossier ist jetzt beim Bundesrat. Also, können wir schnell die Rolle noch vom Parlament kurz definieren aus Ihrer Sicht? Ist das einfach so oder hat man einfach halt das auch nicht wollen in die Hände nehmen? Ich glaube, wir sehen einfach auf verschiedenen Ebenen Schwächen des politischen Systems in der Schweiz. Ein Bundesrat, der außenpolitisch ganz ein schwacher Akteur ist, weil sich dort quasi die grosse Koalition, die innenpolitisch als Stabilitätsfaktor gilt, erweist sich in außenpolitischen Fragen als ein sehr schwaches Gremium. Und das Problem des Parlaments ist eben, dass das Parlament nicht gibt, sondern die grossen Parteien, mit Ausnahme von der SVP, sind in diesem Parlament alle innerlich sehr zerstritten gewesen. Und genau das Bild hat das Parlament abgegeben. Also das Parlament hat zu wenig probiert, zu heftig zu Hand zu nehmen. Am Schluss sind die außenpolitischen Kommissionen nochmal auf die Hinterbeine gegangen. Aber eigentlich, wenn man bedenkt, dass der Prozess jahrelang gedauert hat, hat es wahrscheinlich früher schon Möglichkeiten müssen geben, dass sich das Parlament, wenn es eben dort auch Mehrheiten gegeben hat, die innerhalb der grossen Parteien sich müssen einbringen. Hat der Bundesrat mit dem Entscheid die direkte Demokratie ausgehebelt? Ja, also man hat ja den Rahmenabkommen im Namen der Demokratie bodiget, oder? Aber was man effektiv hat gemacht, man hat ein Parlament vorenthalten, also all den 240 Volksvertreter, die wir haben gewählt. Und indem man das gemacht hat, hat man auch ausgeschlossen, dass man den Vertrag dem Referendum unterstellen könnte und dass es eine Volksabstimmung gäbe, wo man endlich eine öffentliche Debatte hat. Das wäre jetzt meine Schlussfrage, dem Jurist und dem Historiker. Also braucht es aus Ihrer Sicht eine Volksabstimmung über so ein Rahmenabkommen? Also ich glaube, in unserem direkt demokratischen System machen wir dort Fortschritte, wo wir eine grosse Debatte führen können zu einem Thema. Oder? Und wir dienen dem Thema Europa nicht, dienen, wenn man das einfach dem Volk vorenthalten. Oder? Und darum bin ich der Meinung, dass wenn das die Regierung nicht macht und das Parlament nicht macht, dass halt nachher die Zivilgesellschaft auf die Hinterbeine muss und das Heft in die Hand nehmen. Das ist nicht das erste Mal so. Ich erinnere daran, auch der UNO-Beitritt ist durch eine Initiative zustande gekommen. Und ich gehe davon aus, dass auch die Wiederaufnahme von diesem Rahmenabkommen oder von weiteren Integrationsschritten auf diesem Weg muss vorantrieben werden, gerade wegen dieser Schwächen oder Führungsschwächung im politischen System. Volksabstimmung aus der Sicht des Historikers, Herr Hohlenstein, zum Schluss? Ja, nicht nur aus der Sicht des Historikers, sondern einfach auch vom Staatsbürger. Was der Thomas Gotti gesagt hat, dem würde ich voll beipflichten. Das ist eine grundlegende strategische Entscheidung, die mit wahnsinnigen politischen Konsequenzen, die in meinen Augen absolut quasi vor der Souverän gehört, wenn wir schon über Souveränität reden. Mhm. Und ich würde dem relativ gelassen entgegenschauen, weil wichtige Abstimmungen, was unser Verhältnis zu Europa angeht, sind eigentlich in einem integrationspolitischen Sinn auch befürwortet worden. Mhm. Und vielleicht einfach noch etwas Letztes, was halt in meinen Augen doch sehr zu bedauern ist, wie diplomatisch ungeschickt der Bundesrat vorgegangen ist. Nämlich, man bricht eigentlich solche Verhandlungen nicht ab.
weil das schwächt die eigene Position enorm. Das wird als Zeichen von der Schwäche wahrgenommen. Diplomatie besteht, glaube ich, wirklich auch darin, dass man dranbleibt und dass man nicht den Tisch verlässt. Wer den Tisch verlässt, hat von Anfang an gezeigt, dass er schwach ist. Gut, lassen wir das hier stehen. Wir könnten abendfühlend diskutieren. Wir machen hier vorerst einen Punkt. André Hollestein, Thomas Gutti, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret über die Souveränität der Schweiz in Europa im Zusammenhang mit dem Abbruch der Verhandlung über das EU-Rahmenabkommen gewesen. Diskutiert haben der Jurist Thomas Gauthier und der Historiker André Hollestein. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade die TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung und auf Wiedersehen miteinander.